Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge Haut Belleron oder zu einer weiteren Folge Haut Belleron experimentell. Ja, ihr Lieben, am 25.06. Vortrailer LS25 ist erschienen. Ich habe mir gedacht, da könnten wir ein bisschen so drüber schnacken, während hier ich Crossplay laufen lasse und wir heute ein bisschen paar Aufgaben erledigen, weil ich habe mir mit dem Community Manager, also der liebe Mario hat ja das Interview mal da sich gehabt, habe ich mir angesehen, 50 Minuten lang, um so die ersten Eindrücke mal zu bekommen und zu sehen, was halt das so schon abgeht. Und klang ja eigentlich bis jetzt sehr interessant, aber habe immer gemerkt, ja, es geht so zwiegespalten. Ich habe mir trotzdem geholt, vorbestellt mit den ersten Season Pass. Allerdings kann ich euch jetzt schon damit sagen, dass ich das Ganze nur im Multiplayer-Projekt zocken will. Ja, wir werden es noch zwar angucken, aber nach und nach denke ich einfach, werden wir das Ganze auch dann so erstmal auch belassen. Klar, werden wir dann noch ein bisschen LS22 weiterzocken, mit dem Projekt heute drauf haben. Macht ja nichts, aber so wie beim LS19er, dass wir da das Ganze irgendwann mal runtergekehrt haben, war dann doch etwas schade gewesen. Ja, ich kann euch halt nur so viel sagen, das was ich halt bis jetzt gehört habe, ich habe schon gedacht, man könnte nochmal ein extra Video draus machen, aber im Endeffekt interessiert mich halt nur die Grafik-Engine, wie das Ganze sich da weiter verbessert. Ihr wisst, ich benutze Reshade und ja, mal schauen einfach mal, wie das da ist, die Bodenbeschaffenheit, und noch ein paar andere Sachen, vor allem den neuen Büffel, was die zu fressen brauchen, neue Maschinen, vor allem interessiert mich auf jeden Fall, was vielleicht nicht viele machen würden, aber ich mich trotzdem mal freuen würde, wenn wir da zusammen einfach ein Multiplayer-Projekt ein bisschen mit Reis oder vor allem, was für mich sehr interessant ist, das habe ich schon gedacht, naja, könnte ich auch als experimentell machen. Aber ja, mit Reis dann quasi zu arbeiten auf der japanischen Karte. Also da bin ich auf jeden Fall schon mal richtig gespannt. Was meint ihr so? Was würdet ihr euch da vorstellen? Was meint eure Hoffnung bei LS25? Ich meine, überall werden jetzt auch wieder so Nachrichten, hast du nicht gesehen. Ja, also mein Eindruck ist, von der Grafik sieht er auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Dynamisches Wetter auf jeden Fall ist da mit drin. Lichteffekte, was mich sehr interessiert. Und selbst da, dass die hausintern, wie ich es hier mitbekommen habe, die Engine quasi auch weiter verbessert wird. Das ist so, warum ich einfach sage, ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Vor allem, wie gesagt, ich bin am 7. Juli bin ich bei der FarmCon. Ich freue mich echt, wenn wir uns sehen. Wenn ihr Bock habt, da mitzukommen, dann ja, freue ich mich auf jeden Fall. Können wir uns ja ein bisschen austauschen und dann würde ich jetzt erstmal sagen, bevor wir dann weiter über den LS25 schnacken, mache ich für euch noch so mal ein kleines Update, was hier noch zurzeit auf der Karte aktuell ist. Wir haben, also sobald wir hier auf Feld 26 fertig sind, werden wir uns den Grubber, den Flug, nämlich schnappen und werden hier dieses Feld verkleinern. Dass dann die Eierproduktion oder besser gesagt, dass die Hühner dann auch dementsprechend weiter vorankommen. Ich hoffe, dass in den nächsten Tagen dann auch Feld 31 fertig ist. Wir haben da Zuckerrüben drauf, die sollen auch noch geerntet werden. Und ja, wenn da jemand Lust hat, mitzocken zu möchten, wie gesagt, wir machen das Ganze über den LAN-Server quasi, dann bist du herzlich gern eingeladen. Ich mache dir dann auch ein Mod-Paket fertig für die ganzen Mods, die du hast, auch brauchst. Voraussetzung ist halt, dass du fast halt alle DLC hast. Aber ja, würde mich dann auch dementsprechend da freuen. Endeffekt habe ich hier bei Feld 26 folgendes noch überlegt. Ich habe alles zu Mais Fresh gemacht. Das Mais Fresh, das ist alles hier bei Feld 34 im Lager drin. Können wir mal kurz hingehen. Und zwar
In dieses Multifruchtlager ist es drin. Da kann man es auch sehen. Was ist es denn? Häckselgut 1,5 Mille. Also es war schon richtig viel Arbeit. Also da sage ich, und Frischmais vor allem. Da steht's. 1,2 Mille. Ja, das hat der Big Krone Big X eigentlich gut gemacht. Fand ich auch sehr interessant. Und ja, jetzt abarbeiten wir uns quasi erstmal komplett durch, dass wir. Gehen wir mal kurz da rein. Die Mais-Silage hier dann voll bekommen. Die ist schon zwar auf 100%, weil ich schon gewalzt habe, aber ich will mit dem kleinen Kipper und brauche ich den Ferguson, um mit dem kleinen Kipper hier noch ein bisschen voll zu machen. Dass ich den quasi, ja, alles, was wir da drin haben. Hier 830.000. Würde gerne 1,5 oder eine Mille da reinbekommen. Hauptsache, dass auch das dann quasi fertig ist. Also sind wir da auch wieder in Sache des Produkts näher. Vorgewendetes Gras ist auch schon in Arbeit. Ich musste nochmal Feld 33, da ist ja das Ganze. Können wir nochmal hingehen. Da sitzt nämlich auch von der Bodenbeschaffenheit sehr schlecht aus, ne? Also ich habe hier echt miese Werte. Ich habe da nämlich, ihr seht, da liegt noch ein bisschen was rum. Habe ich mir einfach mal die Mühe gemacht, ein bisschen Gülle ausgefahren. Die Schweine, die hat natürlich auch kein Futter gehabt. Und dann habe ich aus eigener, ihr wisst, ich mache viel aus eigener Produktion, gedacht, von der Raffinerie das Schweinefutter zur Schweine zu bringen und dann die Gülle direkt auf Feld 33 auszubringen. Es fehlen mir jetzt noch 4 Bahnen, aber wie gesagt, mein Güllebassin ist auch schon leer, weil ich nämlich dann auch wieder was für die Produktion für Saatgut brauche. Es ist halt schon, ja, und ich stümpel halt immer noch bei 800, bei 583.000 rum. Also, ja, da wird's halt. Aber es scheint sich auch was angekündigt zu haben, dass ich quasi bei meiner Produktion für die Bäckerei. Das ist nämlich das auch, was wir nämlich auch gleich noch machen. Das Mehl zur Bäckerei fahren, denn die Bäckerei hat fast alles. Ne? Die 4200 an Eier, da können wir nämlich endlich mal Brot und Kuchen produzieren. Nur fehlt uns langsam auch noch hier dieses schöne Gewächshaus oder die Gewächshausplantage, wie ich es so schön nennen würde. Ja, des Weiteren habe ich auch schon Vorbereitungen getroffen für den Winzer. Also ich habe Maschinen, ich habe den Platz für die Weinreben. Wir haben ja gesagt, dass wir erstmal hier auf Feld 12 das Ganze machen würden. Na, Vorführeffekt. Feld 12, ja, hier das kleine. Und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht noch so einen kleinen Hof für den Winzer quasi dahin zu. Aber ich habe gedacht, ja, von da nach da mit einem kleinen Trecker mal ein bisschen hochzufahren, das wird auch nicht lange dauern. Fahrzeug, ja, ihr wisst ja, je kürzer, desto besser. Ja, das ist erstmal so, was erstmal so im Großen und Ganzen ist. Das wird dann auch erstmal hier in den nächsten paar Folgen da noch mit reinkommen. Und ja, weil der ist schon seit heute Morgen, also wie gesagt, die Aufnahme ist jetzt von Samstag. Und ich bin schon seit quasi 6 Stunden am Werkeln. Wenn jetzt sogar noch länger. Dann schauen wir einfach mal. Weil ich habe mal wieder Lust, ein bisschen entspannt zu sein. Gerade nach der letzten LFM-Woche. Aber dazu habe ich ja gesagt, mache ich ja noch ein extra Video. Dass wir das Ganze dann quasi weitermachen. So, ich würde aber sagen, wir schauen mal, ob ich einen Hänger habe. Gibt es denn was im Angebot? Ja. Könnte mal. So, und zwar brauche ich natürlich meinen Hänger für das Mehl. Kann er denn das Mehl transportieren? Ja, ziemlich viel kann der. Habe ich noch einen anderen? Oder nicht?
Man, viel ist es ja nicht, aber jetzt noch mal ein anderes Fahrzeug dafür zu mieten. Also gut, müssen wir es doch machen. Gut. Ich werde einfach mal sagen, wir gehen da mal zur die Produktionsstätte und gucken, lagern wir einfach mal aus. Mehl. Ah, Palettenware. Das ist super. 11 Stück. 21. 30 Paletten. Jawohl, perfekt. Gut, weil das kann dann nämlich dann auch unser New Holländer, nicht New Holland, Walter Q-Serie transportieren. Da ist er der Gute. So, was ja, ganz schon mit Außenperspektive gefahren. Das waren eigentlich noch Materialien für den Krone Big X, das Siliermittel, das mal von der Maissilage oder von Maissilage, von dem gehäckselten Frischmais nutzen können. Und na gut. Dann sage ich mal, sehen wir uns gleich wieder bei der Mühle von Haut Bellerau. So, und da sind wir schon. Gucken, was die liebe Mühle uns da dann vorbereitet hat. Oh ja, 30 Paletten. Ich hoffe, wir kriegen es alle damit auch dann drauf. Ich muss da noch das einschalten. Ach, Quaderballen hat man zuletzt drauf. Ich brauche aber nur. So, das jetzt auch nicht. Das auch nicht. Diese Europaletten. Perfekt. So, dann ab. Tor. Bäckerei. Grüße an Pavel. Ich habe eine fette Ladung für dich, mein Lieber. Ja. Gutes französisches Mehl. Extra nur für dich. Ja, also. Ich bin, wie gesagt, auf LS25 sehr gut gespannt. Hoch, hoch, hoch. Schön langsam, mein Freund. Neue Maschinen in den Einzug, vor allem das gerade mit der Maschinerie für. Reis zu ernten. Zu bestellen. Und da bin ich auf jeden Fall mal richtig gespannt drauf. Fahren wir ein bisschen langsamer hier. Dann geht das auch schon. Und, ja. Ich mache auf jeden Fall die japanische Karte als erstes. Also. So als grober Programmpunkt. Bin auch gespannt, echt, was auf der FarmCon da noch vorgestellt wird. Wie gesagt, ich freue mich schon richtig drauf. Also, ja, man sieht es auch schon. Da ist schon vor allem Maschinentypen. Da lasse ich mich auch mal gerne überraschen. Wie gesagt, ich mache da keine große. Ich mache es wieder wie auf der anderen Karte. Viele bunte Errungenschaften. Ja, wenn man merkt, dass da voll ist. Aber ja. Hier abladen. So. Bin mal gespannt, ob das da jetzt komplett voll wird. Produktionsstätte. Oh ja. Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Freund. Warum sagt mir keiner, wie viel ihr da überhaupt braucht?
kriege ich eine Bestellung für die Bäckerei und dann, ja, super, ne? Dann stehe ich quasi da. Mann, Mann, Mann. Aber okay. Wenn es dann so ist, dann soll es halt so sein. 30.000 geht auf jeden Fall rein, ja. 30 Paletten haben wir aus. Da muss ich wohl noch mit meinem Stapler hierher fahren, wa? Und noch ein bisschen Ordnung machen. Aber okay. Premium 405, oh je. Ich glaube, Pavel, da habe ich für dich das Falsche bestellt, wa? Nicht das Falsche. So. Ja, da fahren wir mal. Muss ich schnell noch eine Tour fahren. Bleibt mir nichts anderes übrig. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. So, mal gucken, ob die Mühle für uns noch was hat. Ja, ich habe mal gerade noch mal geguckt, und zwar bei dem Grafiklichen, was ich da noch mal meine mit der Engine. Beweglichkeit der Pflanzen, unterschiedliche Pflanzengröße, was gesagt worden ist. Das sind so, ui, das, was mir auf jeden Fall, was mich so auch so fasziniert, ne? Vor allem Bodennebel oder Nebel soll da doch dazu gekommen sein. Und da bin ich ehrlich gesagt mal sehr gespannt drauf, wie sich dann das nämlich verhält. Ich meine, wir wissen ja schon alle, wie bei LS19 der Season Mod damals funktioniert, auch jetzt hier in der Dunkelheit. Also es macht schon für den Realismus schon dann ein Stück coole Arbeit. Ich meine, wenn wir das mal gerade als Beispiel nehmen, hier im Nebel. Ihr wisst alle, wie Frühling ist. Man kommt dann auf so einer Landstraße und dann sieht man so über so Feldern so richtig schön Nebel oder in so einem Bachtal. Also, das sieht schon nice aus, muss ich schon sagen. Also, das wird mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Also, auch den Trailer, der habe ich mir angesehen. Das ist, gefällt mir richtig, richtig gut. Also, da können wir uns auf jeden Fall auf einen schönen, also auf was Schönes freuen. Freue ich mich auf jeden Fall. Also, ja. So, dann haben wir auch schon das Mehl abgeliefert. Wunderbar. Auch wenn ich hier eine Riesensauerei hinterlassen habe. Aber ich denke einfach mal, damit können wir uns mal mit den ersten Eindrücken nochmal lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann heißt es nämlich, dass wir dann mal mit dem Grubber dann hinten die das Feld ankratzen und für die Hühnerstelle dann quasi dann platzieren. Habt noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Euer Bartalo. Und wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, lasst mir gerne ein kostenloses Abo da. Und gerne auch einen Daumen. Das wird mir echt wirklich helfen, weiter voranzukommen. Auch ins Ziel, ins Partnerprogramm bei Giants mit reinzukommen. Hilft euch, hilft mir. Und wie gesagt, ich mache das wirklich für die Community. In dem Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.